Die Smart-Technik ist eine relativ weit verbreitete Technik, die es schon länger auch gibt, die ganz erfolgreich auch im Business-Coaching-Bereich eingesetzt wird, um Ziele zu erreichen. Es gibt jedoch die ein oder andere Herausforderung, wenn du das adaptierst für die Persönlichkeitsentwicklung oder wenn du Menschen wirklich weiterhelfen wirst. Und deswegen werde ich in diesem Video die Technik einmal analysieren aus dem Standpunkt Live-Coaching, aus dem Standpunkt Persönlichkeitsentwicklung und dir zwei, drei Inputs hierzu geben, damit du einfach auch weißt, wie kannst du das dennoch einsetzen, aber warum gibt es einfach auch den einen oder anderen Punkt, von dem ich überzeugt bin, nicht wirklich perfekt für die Persönlichkeitsentwicklung. SMART steht für spezifisch, messbar, akzeptierbar, realisierbar und terminiert. Sinnbild, gehen wir ein Beispiel durch. Ein Verkäufer möchte gerne ein Ziel erreichen. Spezifisch, ich würde gerne meinen Umsatz verdoppeln. Messbar, ich muss es in Zahlen messen. Das heißt, anstelle von 500.000 Franken Umsatz, die ich bis anhin gemacht habe, mit diesen technischen Anlagen hätte ich gerne 1 Million. Das ist messbar. Es muss akzeptierbar sein, das heißt, er muss es akzeptieren können, dass er das will. Realistisch, ist es überhaupt machbar? Also ist er in einem aufstrebenden Markt oder nicht? Und terminierbar, bis wann will er das gehabt haben? Das heißt, ich hätte gerne den Umsatz von 500.000 auf 1 Million verdoppelt innerhalb der nächsten 12 Monate. Realistisch, ja. Das ist so eine Zielsetzung, wo man sagt, wenn du das hast, dann go for it und dann erreiche das Ding. Und das ist super für die Businesswelt. Weil in der Businesswelt, in der Arbeitswelt ist es nicht hart. So, wir sind gemessen an Zahlen, an kapitalistischen Zahlen auch. Wir müssen Umsätze erreichen und das Ziel einer Geschäftsführung ist es ja auch, dass die Firma profitabel ist, in den meisten Fällen zumindest, und dass sie über das auch die Shareholder, beispielsweise die Aktionäre, auszahlen können. Und je mehr wir fortschreiten in der Zeit, desto mehr kommen wir ein bisschen weg von diesem klassischen kapitalistischen Denken hin zu mehr Persönlichkeitsentwicklung. Da hat die Generation Y und die Generation Z einen nicht unwesentlichen Anteil daran, weil sie ihr persönliches Wohlergehen vor Ziele der Firma auch setzen. Das ist genau das Thema, weil wenn du jetzt das machst, was viele Coaches teilweise tun, haben sie eine Business-Coach-Ausbildung, wollen die Persönlichkeitsentwicklung hinein, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Wenn du jetzt aber die Smart-Technik nimmst und du versuchst mit einem privaten Menschen sein Leben beispielsweise umzukrempeln und du gehst mit der Smart-Zielerreichung dahinter, da gibt es doch hier und da den einen Grund, wo ich sage, pass auf, weil du kannst den relativ schnell ins Boxhorn jagen. Was ist es? Spezifisch, es muss messbar, es muss terminiert sein, es muss realistisch sein, es muss akzeptiert sein. Warum leben wir überhaupt? Jetzt gehen wir mal auf eine Junk-Up, eine viel höhere Ebene. Was ist der Grund, warum wir uns weiterentwickeln wollen? Was ist das, wonach wir Menschen streben? Ist es, dass ich ein Umsatzziel erreiche? Ist es, dass ein Ziel realistisch ist? Ist es, dass ich es innerhalb von 1 oder 2 Jahren, das heißt auf einer faktischen Ebene, erreicht habe? Ist es ganz klar nicht. Sondern wir Menschen streben nach einem Gefühl. Wir streben nach einem Wohlbefinden, das uns gut tut. Wir wollen entweder akzeptiert sein, geliebt sein, viele andere Themen, die noch hineinspielen, wie Sicherheitsgefühl und so weiter. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Ich wollte jetzt gerade abtauchen da hinein, aber ich lasse es gerne mal weg. Also wir streben nach einem Ziel, dass wir uns einfach gut fühlen. Schlussendlich ist es immer eine Emotion, die wir suchen, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung. So. Jetzt, wenn du mit der Smart-Technik hingehst, ist die Frage Nummer 1, wo steckt die Emotion? Wo steckt das gute Gefühl drin? Jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, ja, aber man macht ja in dem Moment, wo man das Ziel erreicht hat, dann fange ich an zu feiern und ich belohne mich selber. Das wird oftmals auch weitergegeben bei diesen Smart-Techniken. Ja, nur, das ist gehirntechnisch gesehen völlig verkehrt. Es gibt genügend Studien hierzu. Eine der wichtigsten hat die Harvard University, die ja nicht ganz unbekannt sind, gemacht. Und zwar ist es mit dem Sean Etcher, der untersucht hat, wie funktioniert unser Gehirn. Und das Problem ist, dass wenn wir gestresst oder neutral unterwegs sind, haben wir 30% weniger Leistungsfähigkeit. Das heißt, Menschen verlieren
30% Produktivität gegenüber einem Zustand, in welchem wir glücklich sind. So. Ärzte haben 27% bessere Diagnosen und ganz viele Aspekte, die ihr da messen könnt. Und jetzt, was wir machen, ist mit einer Smart-Technik, wir schieben ein Ziel, eine Zielerreichung vor uns hin, ist auch eine sogenannte Wenn-Dann-Motivation, ne? Schieben ein Ziel vor uns hin und wenn ich das erreicht habe, dann werde ich glücklich sein, dann werde ich fein, aber der Weg dahin, der muss anders sein. Jetzt, unser Gehirn mag das nicht. Weil wenn du das immer wieder vor dir hinwegschiebst, du hast ein Ziel erreicht, dann kommt das nächste Ziel, dann kommt das nächste. Du kommst nie an. Du kommst nie in dieser guten Emotion an. Du schaffst es wie nie und wenn, dann nur für einen kurzen Moment. Du arbeitest ein ganzes Jahr auf ein Ziel hin und hast eine Woche, wo du dich gut fühlst, vielleicht einmal feiern. Das genügt dem Gehirn nicht. Also fängt es an, die Produktivität zu vermindern. Also muss doch ein Ziel sein, dass wir das Gehirn so produktiv als möglich haben, und das ist es, wissenschaftlich bewiesen, in dem Moment, wenn wir uns glücklich fühlen. Also müssen wir doch, wenn wir eine Zielerreichung machen wollen, darauf schauen, dass das Ziel, wenn ich ein Ziel erreichen will, nicht erst gefühlt wird in dem Moment, wo ich es erreicht habe, sondern der Weg zum Ziel mich glücklich macht. Weil die Emotion dahinter steckt. Das heißt, bei der Smart-Technik ist der Weg, es muss akzeptiert sein. Das sagt sie schon, ich muss es akzeptieren können oder der Mitarbeiter muss es akzeptieren können. Aber ich sage, das soll doch motivierend sein. In dem Moment, wo ein Ziel motivierend ist oder der Weg zu einem Ziel motivierend ist, macht doch das Ganze viel mehr Spaß. Also müssen wir ein motivierendes Ziel haben, das intrinsisch, das heißt von mir intern kommt, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt, weil smarte Ziele sind oftmals Erwartungshaltungen von außen, von der Firma, klar, ist völlig in Ordnung, wir sind in der Firma, wir haben Erwartungshaltung, ist okay, dafür werden wir teilweise auch bezahlt und wir können nicht immer das super tolle Leben führen, wo alle einfach frei sind und tun und lassen können, was sie wollen. Es gibt Menschen, die können es, man kann sich relativ viel erarbeiten, aber es geht nicht immer. Aber das Zweite ist, es soll ein intrinsisches Ziel sein. Weil das Problem ist, wenn ich eine Zielerreichung versuche zu machen, um mich persönlich weiterzuentwickeln, und ich verfolge Ziele, die von außen indoktriniert wurden. Ich habe ein Video dazu gemacht zum Thema Ahnenklärung, Einfluss der Ahnen, das genau auf diesen Punkt auch eingeht. Weil die Erwartungshaltung von Mama, Papa da ist und erst wenn ich die Erwartungshaltung erfüllt habe, dann darf ich mich gut fühlen, dann bin ich ein guter Sohn, hast du gut gemacht, Philipp. Oder ich fühle mich erst dann akzeptiert, dann ist das die falsche Motivation, weil es eine extrinsische Motivation ist. Heißt, ich muss ein Ziel haben, ein Lebensziel, das mich motiviert, und das Ganze intrinsisch. So. Weil erst, wenn eine intrinsische Motivation da ist, erst dann wirst du das Ziel nachhaltig erreichen. Da gibt es ja auch genügend Studien über intrinsisch-extrinsische Motivation. Kann ich gerne aufnehmen. Wenn du magst, schreib einen Kommentar, dann kann ich mal ein Video zumachen. Das nächste, Punkt Nummer 3, ist es, dass das Ziel nachhaltig sein soll. Also was gibt mir in der Persönlichkeitsentwicklung drin? Ein Ziel nachhaltig. Ist es einfach ein Ziel, wo ich sage, okay, ich habe es erreicht und dann kann ich einmal in Urlaub? Ist für mich keine Nachhaltigkeit. Nachhaltig auch in dem Sinne, das Problem, ich komme ja so ein bisschen aus dem Business-Kontext. Ich habe, also ein bisschen ist gut, ich habe ganz lange für Firmen auch Mental-Trainings gemacht, für Verkäufer, für Führungskräfte, Coaches, Psychologen intern. Und das Problem war, also wenn du ein Ziel erreicht hast mit den Menschen, klassische Smart-Technik auch, dann hast du teilweise die Leute ins Boxhorn gejagt. Weil du hast etwas erarbeitet, du hast sie für etwas fit gemacht, in Anführungszeichen, und 2 oder 3 Jahre später hat es diesen Menschen nicht gut getan, weil du hast sie in eine Situation hineingepackt, in der sie noch viel mehr Stress hatten, noch höhere Erwartungshaltungen, noch viel mehr arbeiten mussten, sich noch unwohler gefühlt haben. Kann teilweise bis hin zu einem Burnout oder einer Depression führen. Alles schon erlebt. Dass Menschen in Firmen motiviert wurden und diesen schlussendlichen Burnout gelandet. Also ist es nicht nachhaltig. Ein nachhaltiges Ziel ist etwas, das dir als Mensch gut tut, das dich nährt und das dir Kraft gibt. Und das ganze Ziel muss auch durchführbar sein. Heißt, durchführbar, es muss realistisch sein. Ne? Jetzt merkst du, ich habe ein Mind-Modell erarbeitet, MIND.
durchführbar. Es muss innerhalb von deinen Kompetenzen liegen, dass du das auch machen kannst, um dich eben auch glücklich zu fühlen. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt merkst du ein bisschen einen Unterschied, ne? Smart, gut für Business, aber nicht wirklich gut, wenn es um deine Entwicklung geht. Weil jetzt kommt ein Kunde zu dir, ein Coachee, falls du schon therapeutisch tätig bist, ne? Oder als Coach tätig bist. Und der sagt, ich will mich gerne weiterentwickeln, hilf mir. Sagst du, gut, wir erarbeiten ein Ziel miteinander, lass uns die Smart-Technik nutzen. Jetzt gehst du dahin, ne? Spezifisch, welchen Job willst du genau, was willst du genau, ist es messbar, ob du das hast, ja, ist es akzeptabel, dass der Weg dahin ein bisschen Unwohlsein oder Unbehagen nach vorne rufen kann, kann das mal ein bisschen steinig werden, ist es realistisch und terminiert, bis wann willst du es haben. Jetzt gehst du dahin, machst es und die Wahrscheinlichkeit, ist ein bisschen fies, ich weiß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kunde unglücklich sein wird, ist relativ hoch. Weil der Weg zum Ziel nicht wirklich angenehm ist. Wenn du aber mit der Mind-Technik hingehst, wenn du darauf schaust, dass der Weg eine gute Emotion hinführt, dass der Kunde nachhaltig eine gute Emotion hat, dass es eine intrinsische Motivation ist, dann ist es dem Kunden in der Tat oftmals auch völlig egal, ob er das Ziel erreicht oder nicht. Weil der Weg ist das Ziel, so abgeklatscht wie es ist. Weil schlussendlich, wenn du auf dem Sterbebett liegst und du weißt, du hast noch 10 Minuten zu leben und du schaust zurück auf dein Leben, dann wird dir niemand, das hat mir noch niemand gesagt, der viel Sterbebegleitung auch gemacht, hat mir noch niemand gesagt, der sagt, ach Kacke, hätte ich doch damals dieses Ziel noch erreicht und hätte ich den Job noch gewechselt. Darum geht es nicht im Leben. Sondern im Gegenteil, was oftmals kommt, sind Themen wie, hätte ich mehr auf meine innere Stimme gehört, mehr Zeit mit der Familie verbracht, glücklicher mir erlaubt, glücklicher zu sein und so weiter. Das sind die Themen, die kommen. Ne? Und jetzt sind wir genau bei diesem schmalen Grat. Ne? Wenn du als Business Coach tätig bist, dann musst du die Smart-Ziele verfolgen, im Wissen, dass es gut für die Firma ist, aber teilweise nicht immer gut für den Kunden ist. Und ich glaube auch, dass jetzt die ganze Corona-Geschichte, die wir auch erlebt haben, bei ganz vielen Menschen dazu geführt hat, dass einfach der Spirit ein bisschen aufgegangen ist. Dass wir uns mehr Gedanken machen, was will ich wirklich, was tut mir wirklich gut. IT-Firmen oder Firmen, die junge Leute brauchen heute, das Fachwissen, die haben heute schon ein Problem, wenn sie auf diese Aspekte keine Rücksicht nehmen. Also die Welle wird erst noch kommen. Da hat Facebook, Google und ganz viele andere Firmen auch, die in diesem Bereich sind, haben da relativ viel bewegt, dass man den Menschen gewährt, dass sie Homeoffice machen können, dass sie eine 80%-Stelle auch als Mann annehmen können, dass sie die Zeit flexibel einteilen können, geistige Kreativität, dass sie einen Billardtisch haben, ein Fitnesscenter in der Firma. Hört sich für viele, sagen wir, Alteingesessene lustig an, hat aber nachweislich auch einen Effekt und ist ein Entscheidungskriterium für die, die jetzt in den Arbeitsmarkt eingetreten sind oder noch kommen werden. Weil die werden irgendwann die Wahl haben. Gehe ich zu einem Menschen oder zu einer Firma, die klassisch faktisch ist, wo man sagt, du musst und du hast und die schauen dafür, dass es der Firma gut geht, oder gehe ich zu einer Firma, wo ich mich selber entwickeln kann, wo es mir gut geht, wo ich mir die Freizeit nehmen kann, die ich will. Und in Anbetracht dessen, dass es weniger qualifiziertes Personal gibt, gerade in der Zukunft, müssen sich die Firmen irgendwo anpassen. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video ein bisschen die Augen öffnen konnte, dass du auch mal merkst, das ist eine gute Technik im Business, aber bitte, bitte pass auf, wenn du das anwendest in der Persönlichkeitsentwicklung und dann schaue, dass die Emotionen da sind, dass es ein motivierendes Ziel ist, es ist intrinsisch, nachhaltig und durchführbar, also das Mind-Modell und dass du nicht unbedingt mit einem Smart-Modell arbeitest. Du willst mehr Videos wie das? Abonniere den Kanal, kommentiere, wie es dir gegangen ist, kommentiere mit Fallbeispielen, wir können gerne da ein bisschen drüber diskutieren. Scheue dich nicht, schreib einen Kommentar. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen.